Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht heute um ein ganz neues Thema, und zwar um das Thema Botanical Perfumes. Und da stelle ich euch heute drei Düfte von der Marke Matka Naturals aus Rumänien vor. Und ich erzähle euch im Grunde genommen alles, was ihr zu den Düften wissen müsst. Und das alles nach dem Intro, also bleibt dran. Dabei seid. Mein Name ist Martin, ich bin der Udist und hier dreht sich alles um das Thema Parfum. Und wenn euch das auch interessiert, würde es mich freuen, euch als Abonnenten hier begrüßen zu dürfen. Und wenn ihr dabei seid, dann gebt den Videos auch noch einen Daumen nach oben. Ich danke euch. Ja, wie bereits im Intro erwähnt, reden wir heute über das kleine Nischen- bzw. man kann ja schon fast sagen Artisanhaus Matka Naturals aus Rumänien. Und ich stelle euch heute von dem Haus drei Düfte vor. Das sind diese drei. Das ist einmal der Oak Moss Tabak, der Green Marimoto und der Woody Pebrine. Als erstes erzähle ich euch ganz kurz was zur Marke, dann schauen wir uns die Flakons und die Präsentation an und dann erzähle ich euch was zu den drei einzelnen Düften. Die Marke Matka Naturals gibt es, glaube ich, noch nicht so sehr lange, ehrlich gesagt. Also ich habe gesehen, dass die Düfte, die ich hier habe, dass die 2020 erschienen sind. Und die Marke ist dafür bekannt, dass sie im Genre der Botanical Perfumes arbeitet. Und ich hatte schon im Intro erwähnt, dass das nochmal eine kleine Nische bereits in der Nische ist. Hier werden nämlich nur pflanzliche Inhaltsstoffe in den Düften verwendet. Das heißt keinerlei Synthetik. Und das finde ich ehrlich gesagt in der aktuellen Zeit, wo die meisten Mainstream-Düfte gefühlt fast nur noch aus Synthetik bestehen, mal eine willkommene Abwechslung. Das heißt im Grunde genommen, dass die Öle, die hier verwendet werden, entweder Absolüs sind, CO2-Extrakte oder stellenweise auch Harze. Die Konzentration der einzelnen Düfte liegt zwischen 15% und 25% Anteil. Und das heißt, wir befinden uns hier im Grunde genommen von der Grenze zum Eau de Parfum zum Extrait de Parfum. Ich finde es persönlich ein bisschen schade, dass die Marke die einzelnen Konzentrationen für die Düfte nicht angibt. Das wäre von mir ein Tipp. Denn ich bin der Meinung, dass ich das als Kunde, ich zumindest als Kunde, fände das interessant zu wissen, wie hoch hier der Duftölanteil bzw. wie hoch die Konzentration von den einzelnen Düften ist. Wir werfen aber als erstes mal einen Blick auf die Präsentation der Düfte und auf die kleinen Flakons und dann besprechen wir die drei Düfte nochmal im Einzelnen und ich sage euch, was ich von denen halte. Die 10 ml Flakons kommen in dieser schönen und stilsicheren Verpackung. Die Hülle kommt dabei in jeweils einem anderen Design für die Düfte. Man kann sie herunterschieben und dann mit Tränen die Verpackung öffnen. 10 ml Flakons wirken hochwertig, sind relativ minimal gehalten und nur mit einem texturierten Aufkleber versehen. Auf diesem finden wir den Markennamen sowie den Namen des Duftes. Die Sprühe der 10 ml Flakons sind auf einem guten Niveau. Den Anfang macht jetzt hier der Oak Moss Tabak, den wir uns als erstes mal anschauen. Ich habe hier einen Teststreifen und den Duft und wir sprühen ihn uns einfach nochmal frisch auf, damit ich mich nochmal an den Duft erinnern kann. Und dann besprechen wir den Duft. Ich blende euch auch nochmal die Duftnoten bzw. die Duftparameter von Parfumo ein. Das sind auch die Duftbestandteile, die der Hersteller bzw. die Marke auf der Webseite listet. Und dann schauen wir einfach mal und so wie es der Name schon verraten lässt, ist das ein relativ eichenmooslastiger Duft, der jetzt hier im ersten Moment einen wirklich sehr, sehr grün, krautigen Eindruck hinterlässt. Das ist fast so, als würde man vor einer grünen Eichenmooswand stehen, die einen fast erschlägt. Also das ist schon ein sehr, sehr herbes Opening, sehr, sehr kräftig und ja, so wie ich das von den Düften ehrlich gesagt auch erwartet habe, sehr, sehr naturbelassen, sehr, sehr authentisch, riechen wirklich sehr echt und im Opening ist zumindest hier auf dem Teststreifen das Eichenmoos sehr, sehr präsent und ja, den Tabak nehme ich noch nicht ganz wahr. Hier ist im Hintergrund meiner Meinung nach eine relativ herbe Zitrone bzw. eine herbe Bergamotte,
die so einen leichten Frische-Kick gibt, aber die eigentlich nicht für die Frische da ist, sondern fast ein bisschen mehr um, ja, um das Eichenmoos noch ein bisschen herber herauszuzeichnen. Ich habe den Duft ja jetzt schon ein bisschen getragen und kann euch sagen, dass der dann zum Ende hin sich etwas zurücknimmt. Dann nimmt sich auch das Eichenmoos zurück und der Tabak kommt wirklich mehr zum Vorschein, der hier sehr, sehr trocken ist. Also es ist nicht so eine Art von Pfeifentabak, die man aus Tabakdüften kennt, meiner Meinung nach, sondern wirklich das trockene, erdische Tabakblatt, was man hier riecht. Und ich finde, dass sich das im Zusammenhang mit dem Eichenmoos hier wunderbar ergänzt. Eine sehr, sehr angenehme, grün-herbe Krautigkeit hat. Und das ist ein Duft, der dann zum Ende hin durch die Hölzer etwas cremiger wird, allerdings irgendwie nie ins Süße abdriftet. Also das bleibt durch und durch, meiner Meinung nach, ein herber, fast schon ins Bitter gehende Duft, der zum Ende hin, wie gesagt, ein bisschen entschärft wird und der durch die Hölzer fast ein bisschen was an Cremigkeit gewinnt. Ich finde, der Oak Moss Tabak ist ein relativ monothematischer und relativ einfacher Duft, der aber ziemlich stilvoll und auch sehr, sehr stilsicher umgesetzt ist. Ich denke, dass Leute, die auf herbe Düfte stehen, die werden hier ihre helle Freude haben. Das ist ein richtig schöner, maskuliner, herber, grün-krautiger Duft mit einem zu Beginn starken Eichenmoos-Einschlag, der dann in einem sehr, sehr warmen, angenehm cremigen Tabak und Holzakkord endet. Als nächstes schauen wir uns den Woody Peperine an. Ich habe mir den Duft vor dem Video nochmal draufgesprüht auf den Teststreifen, weil ich hier nicht im Wohnzimmer von meiner Freundin die ganze Zeit mit den Düften rumsprühen will. Wenn die jetzt nach der Spätschicht nach Hause kommt, die reißt mir den Kopf ab, wenn das hier nach diesen Naturdüften riecht. Auch wenn das natürlich sehr, sehr toll riecht, aber deswegen, ich habe den Duft jetzt hier auf den Teststreifen. Der beginnt meiner Meinung nach sehr, sehr grün auch, mit einer sehr, sehr schönen Zitrik im Opening, die durch eine Bergamotte meiner Meinung nach, oder auch vielleicht durch eine Zitrone. Da müssen wir dann nochmal gucken. Ich blende euch hier auch nochmal die Duftpyramide ein. Der Duft startet aber auch zeitgleich nicht nur mit den relativ zitrischen Noten, sondern augig mit sehr, sehr viel Pfeffer. Also das ist ein pfeffriger Duft im Opening, der hier ganz klar den Fokus auf den Pfeffer legt und wo die Bitterorange, wie es der Name schon sagt, hier wirklich einen sehr, sehr guten Kontrastpunkt zum Pfeffer gibt, beziehungsweise Kontrastpunkt ist eigentlich sogar falsch, weil die Bitterorange den Pfeffer und diese Würze sogar noch mehr unterstützt und der Duft dadurch meiner Meinung nach sogar noch mehr Kante kriegt und relativ grün aber auch ist. Das haben die Düfte von Matka Naturals alle so ein bisschen gemein, dass die sehr, sehr grün, erdig und krautig sind. Und da ist der Duft hier, der Woody Peperine, keine Ausnahme. Wie gesagt, den Duft macht ganz klar der Pfeffer im Opening aus, beziehungsweise im Grunde genommen über die gesamte DNA, über den gesamten Duftverlauf ist das ein sehr, sehr pfeffriger Duft, der so durch die im Opening stehenden leicht zitrischen Elemente nochmal einen leichten Frische-Kick kriegt, trotzdem aber durch und durch ein Pfefferduft bleibt und dann mit der Zeit aber von dem Elemi-Harz ein bisschen entschärft wurde, weil wenn der Duft über den gesamten Verlauf so diese pfeffrigen Noten hätte, dann ist das meiner Meinung nach ein bisschen ermüdend, beziehungsweise dann wäre das meiner Meinung nach ein bisschen zu monothematisch hier. Und der Duft endet dann, wie ich finde, auf einer schönen Basis aus einem erdigen Patchouli und relativ kühlen Hölzern. Ich denke mal, das wird hier die Zeder sein, die hier mit dem Patchouli dann die Basis bildet. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn Leute auf sehr, sehr pfeffrige Düfte stehen, dass diese hier auf ihren Geschmack kommen könnten. Da fällt mir jetzt zum Beispiel der Terre de Hermes ein, der jetzt von der Grundthematik bzw. von der DNA nichts mit dem Duft hier zu tun hat. Aber wer so diese pfeffrigen Elemente im Terre de Hermes mag, wem dann aber der sehr, sehr hohe Iso-E-Super-Anteil im Terre de Hermes ein bisschen auf den Senkel geht, der könnte hier in dem Woody Peperine einen Duft finden, der zwar nicht wie der Terre de Hermes riecht, aber der auch den Fokus so sehr stark auf den Pfeffer und auf die zitrischen Elemente im Opening legt. Als letztes schauen wir uns jetzt noch den Queen Marimoto an. Ja, und auch hier haben wir das gleiche Spiel. Den Duft habe ich mir ganz kurz vor dem Video nochmal auf den Teststreifen gesprüht, damit sie in der Wohnung, wenn meine Freundin dann nachher nach Hause kommt, nicht komplett nach den Düften riecht. Und der startet auch, wie die anderen Düfte auch, sehr, sehr grün. Das erinnert mich persönlich fast ein bisschen, als würde man wirklich in einem tief dunklen grünen Wald stehen und als würde einem fast so eine Eichenmooswand erschlagen.
Und das kommt einem wirklich so vor, als würde man vor einer grünen Wand stehen und das dann nicht nur thematisch, sondern auch olfaktorisch. Das scheint einen fast im Opening zu erschlagen. Aber ich finde das Gleichgewicht so aus diesen grünen, moosigen Noten und aus dem grünen Tee, der hier mit in dem Duft zum Beispiel drin ist, das ist ein sehr, sehr gutes Gleichgewicht. Also von der Komposition ist der Duft wunderbar gelungen. Die tonangebenden Noten sind hier für mich ganz klar der grüne Tee und die Angelika, die auch als Engelswurz bezeichnet wird. Die Engelswurz, die gibt dem Duft hier was sehr, sehr Medizinisches im Auftakt. Also das habe ich jetzt auf dem Teststreifen nicht mehr so. Das ist ungefähr eine Viertelstunde her, als ich den aufgesprüht habe. Aber direkt im Opening ist diese Angelika-Wurzel sehr, sehr medizinisch und gibt dem Duft dann meiner Meinung nach in eine Richtung, die mir nicht mehr so gut gefällt. Also jetzt im späteren Drydown finde ich den Duft deutlich angenehmer als im Opening. Im Opening ist er mir persönlich zu bitter, zu herb, zu medizinisch. Das erinnert einen dann eher so an eine Kräutertinktur aus dem Bioladen, die man sich auf die Gelenke schmiert, wenn man da Schmerzen hat. Als Duft finde ich das schwierig. Jetzt im Drydown ist er dann aber deutlich angenehmer. Der Duft bekommt dann auch noch eine herbe Erdigkeit durch Pilze, die hier auch in der Duftpyramide genannt werden, die allerdings nicht wie Pilze jetzt aus dem Supermarkt riechen, sondern die auch eher so den Charakter, ja, von feuchter Erde so ein bisschen haben, ne? Also das riecht jetzt nicht wie ein Champignon, sondern das riecht schon unterstützend mit den restlichen Noten. Die geben auch so eine leichte Erdigkeit, die man sonst vom Patchouli kennt, ohne aber so diesen typischen Patchouli-Geruch. Also das wirkt schon. Aber auch hier wird alles hundertprozentig naturbelassen. Sehr, sehr natürlich und sehr, sehr authentisch. Und wer auf diese Art von Düften steht, also auf diese grün, würzig, krautigen, moosigen Düfte, der findet hier meiner Meinung nach bei der Marke Matka Naturals auf jeden Fall mindestens einen Duft, der ihn umhauen wird. Ich persönlich finde den Green Marumoto von den drei getesteten Düften hier am schwierigsten wegen dem Opening. Das ist mir persönlich ein bisschen zu medizinisch ausgefallen. Erinnert mich ein bisschen an eine Kräutertinktur aus dem Bioladen. Wie gesagt, das legt sich dann im Drydown und dann wird der Duft auch meiner Meinung nach durch den grünen Tee deutlich angenehmer. Aber mein ganz klarer Favorit ist hier der Open Moos Tabak. Diese Mischung aus Eichenmoos und Tabak finde ich einfach wirklich absolut überzeugend. Ja, die Haltbarkeit liegt bei 6 bis 7 Stunden bei allen drei Düften. Das ist nicht überragend, das ist aber auch nicht schlecht. Das ist mehr oder weniger solides Mittelfeld. Und wir kommen jetzt auch noch mal ganz kurz auf den Preis zu sprechen, weil der ja oft auch in Relation zur Haltbarkeit gesehen wird. Wir liegen hier bei den 10 Milliliter Flakons bei umgerechnet 26 Euro. Und bei 30 Milliliter Flakons, die es von der Marke auch gibt, sind wir ungefähr bei 70 Euro. Das finde ich in Relation zum Aufwand, den die Marke hier betreibt, mehr als angemessen. Das sind umgerechnet ungefähr 2 Euro pro Milliliter. Ich finde, das ist im Artisan-Parfümbereich vollkommen gerechtfertigt. Die Düfte sind gut, die Düfte riechen gut, die Düfte haben eine vernünftige Haltbarkeit, kommen in einer sehr, sehr ansprechenden Präsentation und ich finde, da gibt es preis-leistungstechnisch ehrlich gesagt nicht wirklich was zu meckern. Mir hat der Ausflug in diese botanische Parfümwelt ehrlich gesagt ganz gut getan. Manchmal braucht man das immer wieder, um sich zu erden von den ganzen anderen Düften, die man da jeden Tag um sich herum hat. Gerade in der aktuellen Welt, wo wir das Gefühl haben, dass Mainstream-Düfte von Mal zu Mal synthetischer werden, ist das meiner Meinung nach eine schöne Abwechslung, mal in diese Düfte reinzuriechen, die wirklich hundertprozentig naturbelassen sind. Und ich werde natürlich trotzdem auch meine Düfte tragen, die synthetische Stoffe beinhalten, einfach weil es da auch wirklich wunderbare Kompositionen gibt, die wahrscheinlich gerade nur wegen diesen synthetischen Stoffen machbar sind. Aber ab und zu ist es auch mal ganz schön, mal so diesen Exkurs in die Welt der rein pflanzlichen Düfte zu machen. Und da werdet ihr mit der Marke Matka Naturals meiner Meinung nach gar keine Fehler machen. Das ist ein sympathisches Haus, hat relativ faire Preise, hat schöne Düfte im Portfolio und ich denke, da werdet ihr was finden. Und damit sind wir am Ende angekommen von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch die Marke und die drei Düfte etwas näher bringen. Und es würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hier sehen. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Macht's gut.